Wieso? Hier haben wir Blubberwasser, nicht? Würde ich sagen. Und hier haben wir dann normales Wasser, also ohne Sprudel, allerdings auch nicht gewärmt. Jetzt geht der Automat gerade nicht, weil gerade die Pumpe geht. Das ist so, jetzt aber. Jetzt haben wir warmes Leitungswasser und hier haben wir kaltes Leitungswasser. Dann. Das Sprudelwasser ist durchgängig kalt, da gibt es keine warme Sorte von. Wenn man sich das aber gerne mischen möchte, kann man sich hier kaltes abzapfen und mit dem warmen dann mischen. Ja, wir als Bank vor Ort, uns ist es immer wichtig, dass wir wirklich für die Region einen positiven Beitrag leisten. Und da ist es uns natürlich eine Herzensangelegenheit, wenn die Burg auf uns zukommt und sagt, sie ist in Not und braucht einen Wasserspender, dann sind wir da natürlich Gewehr bei Fuß, da reicht ein Anruf, dann sind wir da und kümmern uns. Das ist wirklich unser Antritt, hier für unsere Kunden da zu sein und einen Mehrwert zu schaffen. Ja, die Gesellschafter der Jugendburg Kessenstein bedanken sich natürlich recht herzlich bei der Frankenberger Bank für die Übergabe des Trinkwasserspenders. Und wir freuen uns immer wieder, mit der Frankenberger Bank so einen starken Partner an der Seite zu haben.